Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem Let's Play Forza Horizon 2. Ja Leute, ist jetzt ein ziemlich spontanes Ding, ich weiß noch nicht, wie lange ich das machen werde und so. Ich hatte jetzt auch schon ein bisschen vorgespielt, dachte mir aber, okay, drückst jetzt doch mal den Aufnahme-Button und zeigst mal ein bisschen was aus dem Spiel. Ich fahre gerade hier den schönen, soliden Diablo SV Lamborghini, den man vielleicht auch noch aus Need for Speed 3 kennt, der ein oder andere. Und ist auch schon ein bisschen kaputt, ne? Weiß gar nicht, was da passiert ist. Ich bin gerade aus dem Spiel eingestiegen, ich war das nicht. Auf jeden Fall, wir gucken mal gerade und wir werden jetzt einfach mal ein bisschen loslegen. Ich werde euch ein bisschen was über das Spiel erzählen und ein bisschen was zeigen und so. Letztendlich, ich bin ja jetzt schon ein bisschen mehr im Spiel drinne. Ich habe jetzt vielleicht eine anderthalbe Stunde gespielt oder so. Ihr habt jetzt nur die Einleitung verpasst, ne? Und davon hätte ich sowieso den Großteil rausschneiden müssen. Das Problem ist nämlich, dass ja alles voll ist mit Musik, die meine Videos halt dann wegflecken würde. Und ich kann die auch nicht ausstellen oder so. Das heißt, ich hätte sowieso rausschneiden müssen, die ganzen Cutscenes etc. So. Okay, dann gucken wir mal. Übrigens, das sieht man hier auch auf der Karte. Wir bewegen uns jetzt hier so in dem Gebiet, ja, Südeuropa kann man sagen. Frankreich haben wir hier ein bisschen. Dann haben wir hier auch ein bisschen Italien. Hier ist Italien, genau. Und so in diesem Bereich bewegen wir uns. Und es ist wirklich sehr, sehr, sehr schön gemacht. Also auch wenn man dort schon mal war und so, man erkennt das alles irgendwie wieder. Das ist wunderschön. Und das sieht auch alles verdammt gut aus. Das werdet ihr dann gleich auch sehen. Ich habe hier gerade eine Meisterschaft laufen. Dachte ich zumindest. Ach ja, hier habe ich eine Saison. Saison? Ich hoffe, es ist richtig ausgesprochen. Habe ich gerade eine Meisterschaft laufen und zwar mit Highspeed Classic Car, so wie man das nennt. Deswegen fahre ich so gerade den Diablo SV. Den kennen wir vielleicht noch aus Need for Speed 3 und so. Also es war Need for Speed 3, war das ja so das Cover-Auto gewesen. Und das habe ich auch mal daher gerne gefahren, weil ich das von Need for Speed 3 kenne. Ne, machen wir einfach mal dahin, fahren wir das Rennen, dann seht ihr mal ein bisschen was dazu. Und ich muss mal gucken, wie lange ich es mache. Das kann ich leider noch nicht sagen. Und ich muss gerade mal gucken, ich muss mal eben ein bisschen das hier noch leiser machen, weil sonst höre ich mich selber dann nicht mehr so richtig. Moment, Audio. Dumm, dumm, dumm. Das Problem ist, man kann das Radio auch nicht komplett ausmachen. Das nervt ein bisschen. Effektlautstärke machen wir mal auf 7. Kommentarlautstärke kann man hochlassen. Autolautstärke machen wir auch auf 7. Effekt kann man eigentlich damit auch hoch machen. Reifenlautstärke lassen wir mal auf 10. Das ist, glaube ich, nicht so schlimm. So, weiter geht's. Ja, so ist ein bisschen besser, so ist ein bisschen besser. Horizon Respin verfügbar. Okay, für einen Preis drehen. Das kann ich euch dann gleich mal zeigen, aber erstmal fahren wir jetzt hier ein paar Rennen, würde ich sagen. Ich gebe euch auch dann gleich mal eine Übersicht, was ich momentan an Fahrhilfen anhabe. Ich habe jetzt schon über die Zeit immer mehr ausgemacht. Also zum Beispiel Bremshilfe ist aus. Lenkhilfe habe ich, glaube ich, noch an. Zumindest so teilweise, nicht komplett. Rückspielfunktion habe ich auch ausgemacht, genauso wie die Ideallinie. Mir wird nur noch angezeigt, wenn ich bei einer Kurve irgendwie bremsen muss oder so. Und man kann sich ja mal ganz kurz auch einfach mal ein bisschen hier das Panorama anschauen. Und das sieht wirklich richtig, richtig gut aus. Ich hoffe, man sieht das ein bisschen über YouTube, weil das ist ja meistens die Qualität... Alter, sorry. Da ist die Qualität ja meistens immer ein bisschen schlechter, leider. Und wie gesagt, ich habe jetzt vielleicht so 2 Stunden gespielt oder so, ich weiß es nicht genau. Und, ist vielleicht gar nicht so verkehrt, weil sonst hätte ich jetzt gar nicht das Auto, was ich jetzt gerade habe. Und der Einstieg ist auch ziemlich langatmig, weil alles sehr, sehr lange erklärt wird, was möglich ist und so. Und das kann ich jetzt auch einfach selber machen. Mal gucken, vielleicht spiele ich jetzt einfach eine längere Session und mache mehrere Folgen draus, das wäre auch eine Möglichkeit. Und schaue dann einfach mal, wie am Ende das so geguckt wird. Und wenn ich sehe, okay, es wird doch mehr geklickt angeschaut, als ich denke, dann kann ich vielleicht noch dazu mehr machen. Ja, ich hab's schon drauf, ich hab's schon wirklich drauf. So. Aber ich konzentriere mich jetzt gleich, dann geht's ab. Guck mal hier. Das sieht so gut aus, Leute. Warte mal, kann ich nicht irgendwie... Ah, okay, Radio kann ich auch ausmachen. Okay, dann lassen wir es mal so, wie es jetzt ist. Ist ein bisschen schade, weil das Radio ist saugeil und es gehört ja ein bisschen zu Horizon dazu, dass man Mucke hat, aber es geht nicht, weil sonst wären mir die Videos weggefleckt und ihr könnt sie dann nicht mehr gucken. Deswegen muss man ohne Musik spielen, was echt schade ist, weil die Mucke geil, also echt geil ist in dem Spiel und das, auch mit den Radio-DJ und so. Aber egal, legen wir los. Jetzt wieder neu. Hihi. Saison, Veranstaltung 2 von 4, 1 bin ich schon gefahren. Ist quasi jetzt eine Meisterschaft mit 4 Rennen. Und
Der Ablauf momentan ist eigentlich so, dass man von Stadt zu Stadt immer fährt und dort eine Meisterschaft macht und ja, mal gucken. Letztendlich ist es, glaube ich, das Ziel, irgendwie 15, 16 Meisterschaften zu gewinnen in verschiedenen Städten, damit man dann an diesem Horizon-Finale dann teilnehmen kann. Ne? Und diese ganzen Meisterschaften sind wieder gestaffelt in verschiedene Autokategorien und das ist halt jetzt zum Beispiel so Retro-Classic letztendlich. Ich zeige euch nochmal meine Schwierigkeitsgrad-Einstellungen. Driver-Tag-Schwierigkeits durchschnittlich. Ich glaube, ich kann das bald alles ein bisschen höher stellen. Ich habe jetzt keine Ahnung, glaube ich. Erst ein Rennen bin ich nicht Erster geworden bisher. Zugspuren habe ich auch noch an. Das kann ich eigentlich mal ausmachen. Ich mache das mal aus. Schaltung ist eine Automatik. Ja, jetzt mal gucken. Ich versuche mich so Step-by-Step jetzt wieder zu erhöhen, sodass es wirklich eine Herausforderung ist. Aber lassen wir es mal so, wie es jetzt ist hier. So. Los geht's, Leute. Und es läuft auch wunderbar flüssig, das ist super angenehm. Ich habe jetzt mich leider nicht informiert, ob es wirklich 60 Frames sind, aber es sind definitiv mehr als 30 Frames. Zumindest kommt es mir so vor. So, mal gucken, wie ich jetzt klarkomme wieder beim Quatschen, ey. Also man merkt das ja gerade beim Autorennen auch, wenn man da redet, oder wenn man nicht redet, geht es auf jeden Fall besser. Und ich werde euch auch gleich mal die ganzen Kameraperspektiven und so zeigen, aber erstmal will ich jetzt hier das Rennen gewinnen, das ist mir schon wichtig. Weil ich den Spielstand gerne ordentlich weiterspielen würde. Ah, okay, das war noch okay gewesen. Nicht so schlimm, nicht so schlimm, nicht so schlimm, kann weitergehen. Und sieht das auch ganz weit oben, ploppen immer mal so Informationen auf mit Punkten. Das summiert sich immer weiter nach oben, das sind sozusagen, glaube ich, die Erfahrungspunkte, die man hier bekommt. Und die gehen immer weiter nach oben, desto länger man gut fährt. Sobald man einen Unfall baut und so, wird das wieder resettet, sozusagen. Das heißt, es lohnt sich hier sozusagen auch sauber zu fahren und keine Unfälle zu bauen etc., was ich sehr, sehr cool finde. Und selbst ohne Musik fühlt sich das alles sehr, sehr, sehr gut an und hört sich auch sehr, sehr, sehr gut an, muss ich eigentlich sagen, weil die Motorengeräusche, die Autos und so, das klingt einfach richtig, richtig nice. So, aber die Kamera machen wir dann in Ruhe, nicht im Rennen, machen wir dann später. So, bremsen. Das ist jetzt auch mein zweites Rennen erst, was ich mit dem Diablo SV jetzt hier fahre. Davor bin ich die ganze Zeit mit dem Ferrari gefahren. Das werde ich euch dann auch mal zeigen, das Auto. Oh, scheiße. Und es ist wirklich ein ganz anderes Fahrgefühl jetzt hier mit dem Teil. Aber es ist einfach ein sau schnittiges, geiles Auto. Ich liebe die Karre irgendwie. Also, zumindest was jetzt so das Fahren angeht im Spiel. Ich kenne es halt nur aus Need for Speed 3 und keine Ahnung, seitdem bin ich irgendwie echt ein Fan von der Karre. So, könnt ihr mir ja mal schreiben, wie ihr Bock habt, so. Aber ich werde das wirklich auch von der Zeit abhängig machen, die ich habe, wie ich Laune habe und so. Und das Problem ist, Autorennen zu gucken auf lange Sicht, das ist ja immer so eine Sache. Weiß ich nicht, ob das mal so für viele interessant ist. Großartiges, sauberes Rennen, ja, das höre ich doch gerne. Da vorne ist schon ein Ziel, glaube ich, oder? Ziellinie. Na, wunderbar. Erster. Schön gefahren, Kumpel. Aber nicht selbstgefällig werden. Du musst dranbleiben, wenn du der Horizon Champion werden willst. Jo, das ist übrigens der Bernd. Der wird uns öfters mal irgendwas erzählen. Das ist so der Typ, der das hier alles organisiert, soweit ich das jetzt kapiert habe. Schön, war ja ziemlich solide gewesen. Machen wir weiter. Dum, 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 fortsetzen. Aber mein Auto sieht ja verhältnismäßig noch ganz gut aus, wenn ich das mit den anderen vergleiche. So, und CR, das sind wieder sozusagen die Credit-Punkte, wofür man sich dann Autos kaufen kann und so. Und ich glaube, das hat sich wirklich auch verbessert. Das war ja mein größter Kritikpunkt an Forza 5 gewesen, also am Motorsport für die Xbox One, dass die Autos alle viel zu teuer waren, wo man richtig gemerkt hat, dass die wollen, dass man da Geld für ausgibt. Hier habe ich so den Eindruck, dass die Autos alle schneller zu erreichen sind. Auch die coolen Karren und so. Also mir kommt es zumindest so vor. Bisher. Und dann gibt es noch Erfahrungspunkte. Dum, dum, dum. Dann sind wir auch schon Stufe 7. Wir können das immer mal machen, eben mit dem Wheelspin. Kann ich euch mal zeigen. Ich habe ansonsten noch nicht rausgefunden, was das mit der Stufe jetzt noch so bringt. Da muss man da mal nachschauen. Das habe ich noch nicht so ganz kapiert. Neue Rivale. Dum, dum, dum. Ja, das ist auch wieder mit den Driver-Tarn und so. Das habt ihr vielleicht auch schon mitbekommen. Der Typ ist exakt... Wow, 300stel schneller gefahren als ich und ich könnte jetzt rein theoretisch das nochmal probieren gegen den antreten und versuchen besser zu sein, dann würde ich ein paar Punkte bekommen. Es lohnt sich aber irgendwie überhaupt nicht. 250 CR, es lohnt sich echt nicht. Machen wir es mal weiter. Man kann aber auch auf der Strecke, trifft man ja ständig die Treibertare, wenn man jetzt in der offenen Welt ist, trifft man die Treibertare von den anderen Leuten, da kann man die auch herausfordern und so. Und kriegt dann auch immer angezeigt, wie gut die sind.
Ne? Also, was, wie gut die fahren etc. Ich habe keine Ahnung, was da bei mir steht. Ich weiß es nicht. So gut, gehen wir mal im Menü ganz kurz rein hier und machen das mal mit dem V-Spin. So, schönen Glückwunsch. Ah, cool, gucken wir gleich mal. Was hat denn mein Javatar? Ich will mal gucken, was ich bekommen habe. Okay, mein Javatar hat seit ihrer letzten Sitzung, und die war vor, also bei mir ist es jetzt 14 Uhr, und meine letzte Sitzung war gestern Abend oder nachts um 23 Uhr oder 0 Uhr oder so. Das heißt, er hat jetzt echt in irgendwie 14 Stunden oder so an 47 Rennen teilgenommen und 10.450 Credits verdient. Okay, cool. Das heißt, er ist gegen andere Leute irgendwie angetreten und hat dann auch mal gewonnen. Zwar nicht oft, aber er hat mal gewonnen. Oder hat sich zumindest nicht so schlecht angestellt, ich weiß es nicht. So gut, das ist erstmal sehr, sehr schön, da freue ich mich drüber. Wir müssen auf jeden Fall noch ein paar Credits sammeln, damit ich mir noch ein paar Autos holen kann. Der Lamborghini zum Beispiel hat 100.000 gekostet. Und jetzt habe ich 41.000. So, Boni, wie es bin. Sag mal bei Boni. Ah, okay, das ist ja das mit dem Skillen. Gucken wir mal, aber das hat irgendwie nichts mit dem Level zu tun, weil wir sind schon Level 7 und bis dann konnte ich erst einen Punkt verteilen. Nicht einfach so simples Skill-Ding, wo man noch ein bisschen mal so einen Boni dazu kaufen kann letztendlich. Ich guck mal eben hier. Sie verdienen 25% mehr Credits, wenn sie einen Javatar in einem Duellrennen schlagen. Das finde ich nicht so pralle, weil ich das bisher noch nicht lohnenswert fand. Ihre Punktzahlen für Drift- und E-Drift-Fähigkeiten werden um 10% erhöht. Ihre Punktzahlen für eine saubere Serie und einen sauberen Start werden. Das klingt ganz gut, weil das habe ich regelmäßig. Man will es kaum glauben. Die Punktzahlen für ihre Windschattenfähigkeiten werden. Das ist auch ganz cool, aber wir nehmen erstmal das hier. So. Hätten wir. Und dann gehen wir nochmal wie es bin. Das ist nämlich ganz witzig. Ist so ein bisschen wie Glücksrad oder so. Da kann man halt Credits bekommen, man kann aber auch ein Auto freischalten. Ich zeig's euch einfach mal. Seht ihr, sind Credits und Autos. Ich würde ja gerne mal ein Auto bekommen, um ehrlich zu sein. Okay, jetzt habe ich 16.000 Credits bekommen. Ich habe aber noch ein paar Versuche. Ich habe mir die extra aufgespart, falls ich eine aufnehmen will. Preis abholen und dann neu drehen, bitte. Man kriegt jedes Mal, wenn man aufsteigt, kriegt man einen V-Spin. Ja, kann man einmal drehen, daran. 30.000. Ja, die nehme ich auch gern. 30.000 ist ziemlich ordentlich. Da muss man 2-3 Rennen fahren dafür. Ich hätte aber gern ein Auto. Ich sehe leider nicht, was für Autos das sind. Aber es sind auf jeden Fall mehrere zur Auswahl. Och Mann. Okay, nochmal. Ey, das könnte ich die ganze Folge machen, Leute. Hätte ich Bock drauf. Ja! Mercedes-Benz, Alter. Und das Ding sieht ziemlich solide aus. Preis abholen. Cool. Jetzt muss ich aber, glaube ich, erst in die... Ey, Leute, da fahre ich mal ganz schnell... Wir fahren das Rennen zu Ende, würde ich sagen, die Meisterschaft. Und dann fahre ich mal in die Garage und dann probieren wir das Auto mal aus. Während wir in die nächste Stadt fahren, würde ich vorschlagen. Das freut mich jetzt gerade richtig, das ist ja eine richtig coole Karre. Und 100.000 von den Credit-Punkten haben wir jetzt, sehr, sehr nett. Was es hier auch gibt, hier gibt es auch irgendwie solche Scheunenautos. Ich glaube, die gab es auch schon aus Horizon, also aus dem ersten Teil, wenn ich mich nicht ganz täusche. Boah, eine Schaurenn. Ich guck gerade, ich glaube, in der Karte wurde das eingezeichnet. Ich wollte mal ganz schnell versuchen, das Auto abzuholen. Irgendwo müsste hier Scheune eingezeichnet sein. Was? Reiserabatttafel. EP-Tafel. Irgendwo müsste hier eine Scheune sein. Tja, irgendwie finde ich es gerade nicht, keine Ahnung. Also die haben ganz groß rumgequatscht, dass sie mir das eingetragen haben in die Karte, die Scheune, aber irgendwie entdecke ich es gerade nicht. So gut, dann machen wir weiter mit der Meisterschaft erstmal und im Anschluss werden wir dann mal auf dem Benz wechseln und damit dann zur nächsten Stadt fahren. Da hätte ich Bock drauf. Hier ist Rundrennen. Straßenrennen, machen wir erstmal das Straßenrennen, würde ich sagen. So. 1,9 Kilometer. So, jetzt zeige ich euch mal die Kameraperspektiven hier. Ja, das ist Cockpit. Und gerade wenn es regnet und so, es gibt jetzt hier auch Wettereffekte und Regen. Das sieht so verdammt gut aus, Leute. Weil man auch wirklich die einzelnen Wassertropfen auf dem Lachs, die, das sieht richtig nice aus. Also ich hoffe, dass es irgendwann mal regnet. Zum Fahren ist es scheiße, aber es sieht auf jeden Fall geil aus. Also Cockpit haben wir, dann haben wir Motorhaube. Und es spiegelt sich richtig schön auch da drin. Da musst du mal gucken. Wenn ich jetzt noch ein Auto hätte, wo die Schnauze mehr nach vorne geht, dann würde man das noch mehr sehen, aber das sieht... Kreisverkehr, die dritte Ausfahrt nehmen. Ja. So, dann haben wir noch richtig Stoßstange und ja, dann nochmal von außen nah dran und außen weit weg.